Jo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen und leichten Platin hier mit Galactic Lords. Das Ganze könnt ihr kaufen für 2,99 Euro. Gibt es für die PS4 keine PS5-Version und ihr könnt euch das Ganze noch im US-Store kaufen. Also hier zweimal Platin möglich. Roundabout dauert das Ganze hier etwa 5 Minuten. Wie das Ganze funktioniert, werde ich euch dann dementsprechend auch jetzt hier zeigen. Wir starten das Ganze hier mit der Options-Taste. Und jetzt müssen wir hier eine Galaxie zerstören. Ihr solltet aber nicht ganz links die rote zerstören. Ja, ihr könnt hier blau, gelb, grün, das ist egal. Aber nicht die rote. Dafür gibt es dann dementsprechend die erste Trophy. Und dann gehen wir hier auf die rote. Die rote ist die einfachste Galaxie. Die werden wir dann auch dementsprechend spielen. Hier den Text könnt ihr mit X wegdrücken. So, jetzt können wir hier den ersten Zug machen. Und wir gehen hier ganz vorne auf das grüne Feld. Bestätigen das mit X. Gibt's schon direkt die nächste Trophäe. Dann schnappen wir uns hier so einen Soldat. Den platzieren wir hier. Gibt's wieder eine Trophäe. Und den anderen Soldat, ich nenne die einfach Soldaten, ja, platzieren wir hier. So lassen wir das Ganze jetzt stehen und beenden unsere Runde mit L1 und R1. So, gibt es direkt schon die nächste Trophy. So, jetzt bereitet sich hier der Gegner vor. Jetzt sind wir wieder an der Reihe. Jetzt schnappen wir uns hier unseren Boss und greifen hier den in der Mitte an. Einfach auf den draufklicken mit X. Und jetzt müssen wir hier ein kleines Minispiel starten. Ja, einfach den X-Button gedrückt lassen zum Schießen. Und mit dem linken Analogstick könnt ihr euren Charakter hier quasi steuern. Ja. So, da gab es die nächste Trophy. Gut. Dann geht's weiter. Dann holen wir uns hier wieder einen Soldat. Den platzieren wir hier. Den anderen Soldaten platzieren wir hier. Und beenden die Runde mit L1 und R1. Da ist der Gegner wieder dran. Der wird uns jetzt angreifen. Müssen wir wieder ein Minispiel starten. Da müsst ihr halt hier dementsprechend ja, so ein bisschen da rumschießen. Ja, die Gegner hier platt machen. Kann natürlich gut sein, dass ihr jetzt nicht alle, weil es läuft halt Zeit. Ja, ihr seht, ja, dass er nicht alle direkt auf einmal trifft. Das ist aber ja nicht schlimm. Wir schnappen uns wieder unseren Boss und greifen den erneut an. Und machen das selbst, ja. Eben hat er uns hier angegriffen, jetzt greifen wir ihn an und eliminieren quasi den Rest hier. Gut, den haben wir aus dem Weg geräumt, weil der muss auf jeden Fall weg sein. So, jetzt haben wir noch den. Und hier, das ist halt der Boss. Wir schnappen uns hier wieder so einen Soldat und platzieren den hier. Und beenden die Runde. Sollte es jetzt die nächste Trophy geben, Defense Mode. So, wir schießen hier wieder. Jetzt haben wir hier so einen Pfeil, den müsst ihr nach oben und nach unten lenken immer. Ja, dementsprechend kommen dann hier eure Kämpfer. Auch hier wieder ein bisschen schießen, bis die Zeit vorbei ist. Ja. So, jetzt greift uns natürlich hier der Boss noch an. Ja, auch hier wieder kurz das Minispiel absolvieren. Gut, dann schnappen wir uns hier unseren Boss, platzieren den hier. Drück nochmal mit X auf ihn und greifen den Boss an und den müssen wir jetzt hier auch besiegen. So, den haben wir. Dann gibt es die Trophy Boss Elimination. Dann schnappen wir uns hier unseren Soldat. Hier hatten wir jetzt tatsächlich etwas Glück gehabt. Der darf im Vorfeld nicht komplett zerstört werden. Ihr seht, ja, der hat hier noch eine 1. Das war sehr knapp, denn den brauchen wir noch für eine weitere Trophy. Wir klicken hier unseren Soldaten an und greifen den übrigen Soldaten von der gegnerischen Seite an. Gibt es dann die Trophy Attack Mode. So, jetzt machen wir den noch hier platt. Bekommen die Trophy Victory und haben hier die 100% erreicht und dementsprechend auch die Platin. Herzlichen Glückwunsch dazu und damit verabschiede ich mich. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, liken, kommentieren und wenn ihr das noch nicht getan habt, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr auch keine Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und
Servus.